einen toten Kopf. Schnell weg. Habe ich hier letztes Mal aufgehört? Ich gehe erstmal wieder runter. Ich glaube, ich habe hier letztes Mal aufgehört. Habe irgendwas davon erzählt, dass ich irgendwas gespielt habe. GTA oder Fallout? Eins von beiden, ne? Gott, ist das schon lange her, dass ich aufgenommen habe. Hat sich ja doch einiges getan in der Zwischenzeit, ne? So ein kleines bisschen. Doch, Audio und... Ja, Audio und Linux ist im Arsch, wie sich das gehört. Ja, ich bin alleine auf dem Server, soweit ich das gesehen habe. Schade eigentlich, weil ist ja doch so ein bisschen was passiert. Wir haben es übrigens 4 Uhr und 11 in der Nacht. Die Videos von SickD und Pete habe ich schon gesehen, geguckt und für gut befunden. Selbstverständlich. Pyramide ist fertig. Weiß nicht, so die Glasecken. Wenn die komplett blickdicht wären, würde das bestimmt richtig geil aussehen. Ist, glaube ich, in keinem Texturpack so drin, ne? Ist auch egal. Läuft. Hier oben auf jeden Fall ordentlich dick mal bonzig Gold verteilt. Das ist schon mal ganz schön. Haben wir hier unten eine neue Hungerleiste? Wieso habe ich eigentlich so viel Zeug im Inventar? Wieso habe ich das Zeug eigentlich nicht an? So, bin ich gestorben? Weiß ich gar nicht mehr. Nee, glaub nicht, ne? Egal. Ja, so, kurz mal orientieren. Ja, ich gehe erstmal wieder runter. Aua. Oh, ich bin übrigens gleich hinüber, sehe ich gerade. Schnell mal ein Häppchen essen. Ja, oder auch nicht. Server, bist du da? Bin ich einfach nur zu schnell? Oder ist es jetzt einfach teurer? Ich glaube, der Server leckt. Ja, hier die... Gut, man nimmt ordentlich Schaden, ne? Ach, warte mal. hier? Hier. Ja. Performance ist großartig. Das war sie in meinem Test ja schon immer. So. Schön in die Mitte. So, wisst ihr Bescheid, ne? Ich weiß nicht. Ja, dann haben wir neue Straßenlaternen, aber die haben wir, glaube ich, auch schon, seit ich das letzte Mal hier war. Dann hat sich ein bisschen bei den Bauten was getan. Das ist aber auch, glaube ich, schon seit dem letzten Mal. Naja, bis auf bei mir. Mein eigenes Baut hat sich nicht verändert. Aber ich könnte mal gucken, ob jemand was in meiner kleinen Werkstatt hat liegen lassen. Gucken wir doch mal, was haben wir denn? Hier ist nichts drin. Hier ist nichts drin. Nein. Ja, genau. Nein. Genau. Und hier der Dings. Hier. Ist derbe teuer. Ach, da kann man dann... Habe ich, glaube ich, auch schon mal gezeigt, ne? Müllkiste? Ey. Darf ich jetzt kacken gehen hier, oder? Oh, guck mal hier, ich habe Käse, Diamanten. Den hatte ich ja schon. Guck mal, ich tue das gute Zeug mal hier unten hin. Den Käse tue ich da mal dazu. Die Stacker stecke ich gleich mal ein. Den Käse kann man auch bestimmt irgendwie essen. Oder Brot draus machen, ne? Käsebrot. Das Klo und ein Fußball. Mal Freunde, ist das hier ein Sportplatz? Eingesteckt. Ja. Das muss man abbauen mit der Dingshacke, genau. Ja, ich wollte ja hier irgendwann mal zum Scheißen und hier oben zum Schlafen. Machen wir das mal jetzt eben. Ich glaube, hier könnte ich mir eine Texture auswählen. Komm, ich glaube, das mache ich mal eben. Ja, Lampe. Muss man die mit der... Ja, logisch.
Natürlich. Mein Dings ist ja hier, genau, Inventar ist voll. Gut, dann kann ich hier mein Zeug auch einstecken. Ja. So, dann bauen wir nämlich hier dann doch mal ein Klo rein. Der Teppichboden, sag ich. Der Fußboden ist ja noch klomäßig. Aber erstmal brauche ich hier oben ein Bett. So. Ja, hier, ich brauche Holzdingsteile. Dazu. Ja, dann habe ich das Holz gerade ins Lager geschickt, ne? Auch hier, Stammholz. Pine Tree. Nee, ich brauche den normalen. Hier, meine, die ich vorhin reingeschmissen habe. Sehr gut. So. Da. Ja, dann. Hier oben ein. Nee, ich muss die erst zu Dingsholz machen. Ja, so. Dann muss ich das. Was machen wir denn da jetzt mal draus? Diese hier waren das, glaube ich, ne? Die nicht ganz dünnen, aber auch nicht die ganz dicken. Nee, scheiße, das geht nicht. Ich muss die normalen nehmen, weil ich sonst an den Seiten irgendwie Schwierigkeiten bekomme. Es sei denn, hier unten die, nee, die sind auch alle nicht. Oder ich mache das Podest geschlossen, das würde natürlich auch gehen. Oder ich nehme halt doch einfach ganz normale Slabs und mache an den Seiten mit. Ich glaube, das ist sinnvoller. Machen wir hier mal ganz normale Slappity-Slap-Slaps. So. Und dann machen wir hier mal 6 müssen reichen. Wie brauche ich denn 4, ne? 4 oder. Doch 4 oder 6, das passt doch genau. Home, so. dann. Nämlich hier an der Oberkante, da machen wir nämlich. Ich hätte mir natürlich noch mal ein bisschen Erde mitnehmen können von irgendwo, ne? Ich hole mir eben unten Erde. Da ist doch Erde, siehst du? So, und wieder nach Hause. Jetzt habe ich nämlich schön ein bisschen Baustellenerde. Wie immer natürlich ein bisschen übertrieben, aber hey, wir haben es doch. So, dann, ich will hier oben noch was drauf. Das heißt, ich muss hier sowieso. Und hier und hier und hier. Gehe ich bis. Es wäre zu eng. Ja, ich glaube, so ist schon in Ordnung. Dann platzieren wir nämlich von unten mal die Slabs und die Treppenstufen. Und zwar hier und hier. Und hier und hier. Und hier und. Wollte gerade sagen. Und hier. Ist das jetzt von den. Ja, ist richtig. So, dann hier weg, hier weg. Ich habe doch eine Schaufel dabei. Dann machen wir nämlich hier und hier. Ja, nur noch ausrichten bitte. Das wäre vielleicht ganz gut. Ausrichten ist nicht so eure Stärke, ne? Nee. Das heißt, ich muss sie dann mit dem Schraubendreher wieder 100 Jahre lang drehen, bis sie in der richtigen Position sind. Dabei habe ich noch nicht mal einen Schraubendreher. Das Ganze muss auf der Seite auf jeden Fall auch nochmal gemacht werden. Da und da. Ja, funktioniert toll, ne? So, dann hat man hier Luft und von da geht's dann. Gucke ich gleich mal. Erstmal brauche ich einen Schraubendreher. So. Dann geht's einmal wieder nach oben. Dululup. Jetzt geht's los. Pass mal auf. Zack. 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 Hey. Das mache ich jetzt hier auch nochmal. Zack. Zack. Ja, ich werde es nicht verstehen, aber es ist wohl so in Ordnung. Sieht so ein bisschen wackelig aus, das Podest, ne? Vielleicht sollte hinten noch zu sein oder hier unten irgendwas drin.
Egal, gucken wir dann. Dann machen wir hier oben mal. Ach verdammt, jetzt habe ich die Erde natürlich schon wieder abgegeben, ne? Wie machen wir das denn? Kurz mal kratzen, ist gar nicht so einfach. Hierhin? Hierhin? Ja, dann machen wir das noch mal so und so. Na, so. Ach ja, jetzt komm. Und ja, legen wir die hier drauf, oder? Eigentlich ja, ne? Nee, eigentlich müsste die runter. Ah, das ist hier so eng. Das ist doof, dass es so eng ist. That's what she said. Ah, ich habe eine Idee. Machen hier einfach eine Lücke rein. Dann kommen wir nämlich hier ganz gepflegt. Zack. Dahin. Dahin. Und dann hier unten einmal nach oben drehen. Ja. Ah. Ich glaube, so schöner, ne? Dip, 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 schub ich oben. Ich wollte das Bett ja eigentlich hier so längs machen, aber ich glaube, wenn ich es hier oben quer mache. Na komm. Ja, fast. So. Hier, hier. Ah, mache ich nämlich hier zu, hier vorne. Da würde ich dann Geländer für nehmen. Das kriege ich aber nicht mehr hin aus dem Kopf, glaube ich. Ah, nö, probiere ich gar nicht erst. Ich guck mal nach, wie es ging. Bannister for Stairs. Außerdem hat irgendjemand hier Sagen gesucht. Okay, denk, das kriege ich hin. Stöckern. Ja, ich sollte meinen Kram nicht immer gleich wegschmeißen, wenn ich den nicht mehr benötige in dem Moment. Das wäre ganz, ups, das wäre ganz sinnvoll. Holzplanken hier. Wooden Planks, Wooden Planks. Dann mache ich nämlich hier mal mit den Stöcken. So war das, ne? Ich glaube. Genau. Anzahl 8 sollte reichen. Ich nehme meinen Kram diesmal mit. Zack. Hier längs da, nach oben. Ups. Ja. Fast, fast und fast. Ja, was machen wir denn jetzt hier oben an der Kante? Das ist ja hier die Oberkante von dem Block. Das heißt, gibt es irgendeinen Block, den man hier hinsetzen könnte, der nicht nach unten weitergeht? Ich glaube ja. Ich glaube, es gab diese halben Teile davon. Oh. So. Moment, Moment. Die waren. Hier, diese meine ich, diese halben Dinger hier. Die kommen nach unten. Und. Naja, die kommen auch nach oben. Dass das oben nicht so eine so ein Riesenüberstand ist, sondern nur so eine optische Trennung. Ich meine, so hoch ist es auch nicht, dass man da jetzt runterfällt, ne?
Und es soll ja alles so ein bisschen luftiger bleiben. Genau. Zack, zack. Ja. Moment. Das ist kaputt. Jetzt habe ich es kaputt gemacht. Nee, ist richtig. Nein. 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 Nö. Nö. War nö. Ey, komm. Ernsthaft. Da, so. Also, wir waren stehen geblieben dabei, das zu drehen. Ja. Zack. 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 So, und jetzt kommt nämlich hier oben drauf, genau das, ups, genau dasselbe nochmal. Zack, zack, zack. Hier muss auch, ne? Hier gucke ich gleich mal. Und die drehen wir nämlich jetzt andersrum. Nein. Die müssten so, aber unten. Das geht doch bestimmt irgendwie. Ah. Also Rechtsklick bringt aber die Dinger nichts, okay. Oder der Server hängt halt einfach gerade ganz massiv. Jep. Ich glaube, der Server hängt gerade. Upsi. Oder? Oder nicht? Jep, das war's. Ja. Ich versuche nochmal wieder drauf zu kommen. Und wenn der Server dann weg sein sollte, dann hat sich das mit dieser Folge dann heute erledigt. Die ist ja nun auch schon knapp 30 Minuten lang. So, gucken wir mal. Einmal probiere ich jetzt noch. Aber scheint. Nee, scheint so zu sein, dass der Server. Ja. Nö, der Server ist weg. Wenn ihr das Video sieht, dann seht, dann läuft der Server dann schon wieder. Ich sage auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns vielleicht, ne? Man weiß es ja nicht. Wir sehen uns vielleicht nächste Woche. Tschö!